Servus. Es ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich ein WoW-Video hier auf dem Kanal gebracht habe. Ungefähr 10 Monate. Ich meine, ich habe vor 4 Monaten eins gebracht. Das habe ich einmal gebracht und habe es dann nie wieder gemacht. Naja, es war ein bisschen, es war ein Monat oder so her. Es war ein Format, das ich eigentlich machen wollte. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil ich mich gar nicht so dazu hinreißen konnte, das nochmal zu machen, aber ist nicht schlimm. Ja, ein paar Sachen haben sich geändert. Ich bin jetzt hier mit meinem momentan noch Main-Charakter. Ich versuche einen anderen gerade hochzuspielen zum Main, den guten Hexenmeister. Und ja, ich habe mir gedacht, ich kann es mir jetzt mal einblenden, also reinschieben, wenn ich es sehe, da. In ungefähr 5 Stunden und 21 Minuten starte das Addon BFA, also Battle for Azeroth. Und als ich das letzte Video aufgenommen habe, war ich noch voll Hordler, also von vorne bis hinten. Und ich habe mich jetzt aber wegen einem ganz bestimmten Menschen, der mich irgendwie ein klein bisschen dazu gedrängt hat, so eine Eule mit einer Weihnachtsmütze auf, habe ich mich entschieden, der Allianz beizutreten, habe mir hier meinen Hexmeister gemacht und habe meinen ehemaligen Jäger auf der Horde sogar getranzt zum Allianzler, dass ich halt vollkommen so Allianz bin. Ich bin übrigens auch in seiner Gilde, ist mir aufgefallen. Ich bin in seiner Gilde, oder? Ja, bin in der Gilde. Er ist leider nicht online. Da ist er, der Weihnachtsmann. Habe ich eine Nachricht bekommen, die werde ich mal ins Konto ignorieren. Ja, BFA steht vor der Tür und dafür, dass ich ein WoW-Kanal bin, kam irgendwie nicht so viel WoW. Ich habe irgendwie meine höchste Videoanzahl war League of Legends, was ich eigentlich nur einmal bringen wollte, aber das hat irgendwie Bock gemacht und deswegen haben ich und mein Kumpel Marcel, mit dem ich jetzt auch einen Kanal habe, der ist auch in der Beschreibung verlinkt, genau wie der Kanal vom Weihnachtsmann. Es hat einfach Spaß gemacht und haben wir halt eine Folge gemacht und wollten eben nicht mehr aufhören. Aber bei den Folgen merkt man auch, wie Stück für Stück so Editieren besser wurde, weil meine ersten Videos hier auf dem Kanal waren noch WoW-Videos, also die noch online sind, die sind richtig kacke editiert. Da habe ich aber nur ab und zu mal was eingeblendet wie ein Bild und das war's. Und ich habe mich gefühlt wie ein Gott. Aber egal. Jetzt nehme ich gerade mega die Party am Laufen. Man merkt einfach, wie viele Leute hier warten auf das verfickte Addon. Also die Erweiterung. Man darf ja nicht das Addon sagen, das ist ja verpönt. Auf die Erweiterung warten, auf BFA, weil es wird saugeil. Das kann ich kann mich nur anschließen. Ich freue mich übel darauf. Es wird übel fresh. Weil es einfach wieder was Neues ist. Und man kann 10 Level hochleveln, man kann auf Level unter 20. Und das werde ich voraussichtlich auch zuerst mit ihm hier machen. Weil wenn ich erst mal einen Main mache, den ich jetzt hochspiele, dann bin ich erst ein paar Wochen auf so High Level. Und ich will das eigentlich schon spätestens übermorgen haben. An der Stelle ein kleiner Anschub. Hashtag Barclay World First. Barclay, den kennt man bestimmt hier, ist ein YouTuber, ein WoW-YouTuber. Auf dem sein Kanal ist natürlich auch mein ersten Auftritt. Das ist auch schon über ein Jahr her. Hat sich gedacht, er versucht einfach, der erste Mensch der Welt zu sein, der das so im Level so 120 erreicht. Und ich bin komplett auf seiner Seite, weil ich finde, das ist eine super Idee. Der streamt zwar nicht, aber wir werden es ja merken. Es gibt zwar genug Pro-Player, die wahrscheinlich eine bei weitem bessere Chance haben, aber er hat sich Gedanken gemacht. Und ich meine, warum nicht? Man kann es ja mal probieren. Das wollte ich immer mal anschieben. Und was ich merke jetzt erst, warum zockt man WoW und hört nebenbei Musik? Weil die WoW-Musik, die ist so schön. Es ist mir nie aufgefallen. Die ist saugeil.
Hier schreiben sie auch schon, ich muss doch vorschlafen. Und das. Das wird richtig geil. Oh, hier ist die Musik richtig intens, Alter, was geht denn?